Oh mein Gott, mir wurde so oft in die Kommentare geschrieben, Luca, bitte reagier mal auf die neue Hilf mir-Folge. In der Kürze liegt die Würze, Ben und sein kleiner Johannes. Das sage ich natürlich nicht nein, meine Damen und Herren. Ich meine, Hilf mir ist eine absolute Lieblingsserie. Die spielen Assis in einer Assi-Serie, schulden sich gegenseitig Geld, klauen... Meine absolute Lieblingsserie. Bevor wir jetzt hier in diese Folge reinschauen, würde ich sagen, lesen wir uns erstmal die Videobeschreibung durch. Und zwar steht dort, die meisten Frauen würden Ben, 18, nicht von der Bettkante stoßen, denn der angehende Koch ist ein echter Hingucker. Trotzdem steht sein erstes Mal noch aus, weil es da ein buchstäblich klitzekleines Problem gibt, seinen Penis. Wow. Ben ist der festen Überzeugung, dass die Frauen sich über ihn lustig machen, sobald sie ihn nackt sehen. Deshalb hat er Angst vor Nähe. Sogar Freundin Lana, 17, in die er unsterblich verliebt ist, lässt er nicht ran. Ja, Freunde. Schauen wir uns das einfach mal an. Was machst du? Ey. Hab ich den auch die Folge geht 5 Sekunden. Und sie will ihm schon an die Wäsche hier. Ach komm. Ey, hör auf. Ja, was ist denn los? Warum schubst du mich weg? Ich hab doch gesagt, ich will das nicht hier. Ist ja sein gutes Recht. Der Ben will nicht in der Öffentlichkeit Sex haben. Ja, ist sein gutes Recht, das zu sagen. Was ist denn falsch mit dir? Willst du mich so stehen lassen? Ben! Guck dir das an, guck dir das an. Schwache Leistung, Ben, ja. Wie lange waren das? 2 Minuten? Für einen Waschlappen, Alter. Also man muss mal ganz kurz erstmal auf diesen Einstieg klarkommen, ne? Es geht nicht los mit irgendeiner Vorgeschichte, wer Ben überhaupt ist oder wer seine Freundin ist oder so, sondern die beiden werden dann einfach in einer öffentlichen Umkleide gefilmt, beziehungsweise in einer öffentlichen Toilette, wie sie Sex haben wollen. Beziehungsweise die eine will Sex, der Ben will ja nicht. Dann läuft Ben nach draußen und dort warten irgendwie 10 Leute, die ihn alle einfach auslachen. Hä? Ich finde Lana einfach super geil und ich bin auch so verknallt in sie, aber ich kann einfach keinen Sex mit ihr haben. Mein Penis ist einfach viel zu klein, sie... Was? Guck ich mich hier für eine fette Scheiße an? Was ist jetzt eigentlich mit dir und Ben? Ich meine, ist er wirklich so schnell gekommen, wie alle anderen sagen? Das wäre ja noch schön, weil dann würde es ja heißen, dass er mich wirklich so heiß findet, dass er es nicht mal mehr halten kann. Aber stattdessen hat er sich einfach verpisst. Und hat mich sitzen lassen. Ey, ich komme auf diese komplette Situation bisher gar nicht klar. Diese Lana hier beschwert sich darüber, dass ihr Freund sie hat sitzen lassen. Ich meine, das ist ihr gutes Recht, wenn die irgendwie bei ihr zu Hause wären und sich getroffen haben und ein Date hatten und wenn die eh zusammen sind etc. pp. Aber die sind in einer öffentlichen Toilette am helllichten Tag gewesen. Wahrscheinlich in der Schule. Was ist mit dieser Lana los? Und ja, ich fühle mich sehr in meiner Ehre gekränkt. Ich meine, sorry, das kenne ich gar nicht, weißt du? So ein Oh mein Gott! Ich fühle mich sehr in meiner Ehre gekränkt. Sorry, das kenne ich gar nicht. Was bist du denn für ein heftiges Opfer? Ey, das ist doch unfassbar. Das ist ja, da kriege ich ja einen kompletten Kotzanfall. Ich dachte wirklich zu Beginn dieser Folge, dass Ben da jetzt das Opfer, sage ich mal, in dieser Folge ist, über den man sich da mehr oder weniger lustig macht über die Person. Also natürlich nicht über den Schauspieler dahinter so. Ich habe überhaupt nichts gegen die Schauspieler, sage ich ja immer. Sondern es geht hier wirklich für mich nur um die gespielten Personen hier. Und diese Lana ist echt eine komplette Vollbratze. Er hat sich einfach verpisst. Eine Lana Heise lässt sich nicht zweimal von einem Mann zurückweisen. Lasst euch das gesagt sein. Eine Lana Heise lässt sich nicht zweimal zurückweisen. Das hätte auch von Goethe kommen können. Oh. Erst pissen. Ach, Ben, Hallöchen. Oh. Hey, was? Auf, auf, auf. Einfach mal den Digga. Ey, das ist ja wirklich Fremdscham pur. Ich weiß nicht, ob es wirklich Schulen gibt, an denen es, sage ich mal, so abläuft. Aber wenn irgendjemand aus dem Ausland das sehen sollte, der wird sich auch denken, in Deutschland, Alter, was sind das für Vollidioten an den Schulen? Jungs, ey, ich sag, Junge, gib mir doch das Handy, ich lösche das, Junge, hör mal auf. Nein. Warte, gib mir doch das Handy. Digga, das ist schauspielerisch wieder circa auf dem Niveau eines U-Boots. Deswegen hast du Lana sitzen lassen. Du wolltest nicht, dass sie deinen kleinen Schniepel sieht. Und deswegen bist du schnell geflüchtet. Wenn Timo das jetzt rumzeigt, bin ich geliefert. Sorry, aber was ist dieser Timo denn für ein Wichser? Macht ein Foto von seinem... Und will das jetzt auch noch rumzeigen. Ich meine, was ist falsch mit ihm? Ben, ich bin jetzt weg. Wir sehen uns. Was?
Ach Gott, jetzt. Ich bin jetzt weg, ich hab mich doch kurzfristig verabredet. Jetzt will der bestimmt, dass sein Kollege da bleibt, damit er nicht mit der Lana. Lana kommt, aber du kannst nicht weggehen. Das geht nicht. Lana kommt hierher und die will wahrscheinlich mit mir schlafen. Oh. Jeder andere Mensch wird so sagen, ey, geh mal bitte, ich habe heute Abend ein Date, ich möchte, dass das perfekt kommt und so. Aber der Ben sagt seinem Kumpel, der soll da bleiben, damit er ein Alibi hat. Damit er mit der Lana nicht schlafen muss. Leute, aber wir erinnern uns an die Aussage, die Lana. Die lässt sich nicht zweimal zurückweisen. Also es kann nur spannend werden. Ich habe einen sehr, sehr kleinen Penis. Ja und, wenn sie dich wirklich liebt, dann wird das kein Problem sein. Ja, du redest so einfach. Man, als ich 16 war, hatte ich meine erste große Liebe, wollte mit ihr mein erstes Mal haben. Als sie ihn dann gesehen hat, sofort Schluss gemacht, allen es erzählt. Was? Er hatte mit 16 angeblich seine erste große Liebe. Was war das bitte für ein Mädchen? Die hat Schluss gemacht, weil sein Penis ein bisschen kleiner war und hat das vor allem auch allen erzählt? Digga, was hast du dir denn da für eine Frau ausgesucht? Außerdem kommt sie auf die Größe an, es kommt auf die Technik an, das wird schon. Oh nein! Aber mal schauen, was die Lana jetzt sagt, wenn die vorbeikommt. Okay, sie kommt an. Ja. Hallo, wie geht's? Und dir? Ich wünsche euch einen schönen Abend, ich bin jetzt weg. Danke. Wow. Der Typ hier sagt. Hallo, wie geht's? Darauf antwortet die Lana selbstverständlich. Und dir? Und dann antwortet der Typ auf die Frage, gut, danke, wie geht's dir denn? Ich wünsche euch einen schönen Abend, ich bin jetzt weg. Wahnsinn. Das ist wieder schauspielerisch 1A. Das wäre so, wie wenn ich Jule sagen würde, ey Jule, kannst du mir was vom Supermarkt mitbringen? Ja, 12 Uhr. Ja. Genau. Ich kann nur hoffen, dass Sascha irgendwas Gutes jetzt einfällt und er mich aus dieser Situation rausbringen kann. Es ist nun wirklich diesmal eine ganz, ganz komische Folge, die wir uns hier zu Gemüte führen. Es ist nicht so, dass man sich über die Leute lustig macht, die dort mitspielen, sondern diesmal ist es mehr so, dass man wirklich mitfiebert. Sehr schöner Blick hier übrigens gerade. Ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. So, erstmal anstoßen, hier was trinken. Ich fast vergessen. Wow. Ich find's super, wie er gerade getrunken hat. Die Lana setzt zum Angriff an. Ich würde aber lieber dich panaschen jetzt. Oh. Ich will gar keinen Nachtisch noch. Ich habe aber Musse Schokolade für uns gemacht. Das ist doch. Ich will aber noch nicht. Später vielleicht. Komm. Okay. Das ist jetzt eine entscheidende Szene, weil entweder wird dem Ben noch was einfallen oder die sieht den. Egal, wir schauen weiter. Okay, sie holt jetzt hier sogar ein Kondom raus. Wird jetzt angerufen. Packt es selbstverständlich weg. Warte, ich kann das doch aufmachen, Geran, vielleicht ist das wichtig. Digga, du gehst doch nicht beim Sex dann ans Telefon. Du sagst auch nicht während des Sex auf einmal, oh fuck, ich muss heute den Müll runterbringen. Jetzt muss die wahrscheinlich schnell weg. Genau, jetzt steht die schon mal auf. Jetzt stellt sie sich hin. Wie bitte? Ach, wie bitte? Wie, sie kann nicht sprechen? Was ist denn passiert? Hat er die Mutter von der umgebracht? Oh mein Gott. Was ist los? Was passiert? Meine Mutter hatte gerade einen Autounfall, das war die Polizei. Ich muss sofort ins Krankenhaus, sie kann nicht reden. Sie ist schwer verletzt. Ey, wenn jetzt der Mitbewohner von ihm die Mutter angefahren hat, ne? Das ist ja der absolute Wahnsinn wieder. Was ist jetzt mit deiner Mama? Ist sie wieder bei Bewusstsein? Meiner Mama geht's gut. Da hat sie einfach nur so einen Spinnern Spaß erlaubt. Das stimmt da alles gar nicht. Oh. Achso, ich dachte jetzt, der Typ hätte wirklich. Ja, nee, hat er doch nicht. Weißt du, ich hätte fast meine Ehre und meinen Stolz wiederhergestellt. Naja, du weißt, ich wurde noch nie von der Bettkante gestoßen. Und vor allem nicht von so jemandem wie Ben. Ich meine, er ist ja auch nicht der Schönste, das weißt du ja. Die Lana sagt einfach zu ihrer Freundin, dass sie ihren Freund eigentlich gar nicht schön findet. Ben, seine Art ist ja schon irgendwie interessant, das musst du zugeben. Aber was Festes? Ich glaube nicht. Also, mal ganz kurz nochmal in dem Text zur Beschreibung der Folge steht, sogar Freundin Lana. Und jetzt will sie nichts Festes? Ihr seid doch schon in was Festem. Du sagst ständig irgendwie, du magst ihn und keine Ahnung. Stehst du etwa auf ihn, auf meinen Freund? Und plötzlich ist er doch dein Freund. Hä? Lana, was ist los bei dir? Hast du etwa jemanden beauftragt, der sich für die Polizei ausgibt, um mich anzurufen, damit ich nicht mit Ben schlafe? Ich sollte jemanden beauftragt haben? Verpiss dich doch einfach! Geh! Geh! Du bist nur neidisch auf mich! Verpiss dich! Geh doch! Der Ben hat sich da in ganz schöne Scheiße geritten. Rede lieber noch mal mit ihr. Wo ist sie? Weißt du, wo sie ist? Sie ist in der Ausbildungsküche. Aber warte kurz. Was ist los? Du hast ein wenig Zahnpasta im Gesicht.
nein, Alter. 2 Stunden später im Wellnessbad. Wellnessbad? Oh nein. Wir gehen einfach in eine Kabine. Was hältst du davon? Die Folge ist fast vorbei. Ich will jetzt wissen, ob da noch was passiert. Mann, das ist doch viel zu eng für 2. Ja, das ist definitiv viel zu eng für 2 da drin. Alter, du musst mich nicht so wegschubsen. Was ist denn dein Problem? Mann, nein, das liegt nicht an dir. Das ist... Mann, ich hab Platzangst. Oh. Der Ben reitet sich immer mehr in die Scheiße. Ich meine, sie hat bis jetzt immer ganz cool reagiert, wenn ich ihr über meine angeblichen Krankheiten was erzählt habe. Und warum sollte sie dann anders reagieren, wenn ich ihr erzähle, dass ich Angst habe, mit ihr zu schlafen, weil ich einen kleinen Penis habe? Euer Ernst? Ist vorbei? Ich war voll gespannt, Alter. An der Stelle würde ich meine Reaktion auf die Bens kleiner Pipi-Mann-Folge hier jetzt auch beenden, meine Damen und Herren. Beziehungsweise ich muss es ja beenden, weil die Folge vorbei ist. Soll ich vielleicht in einer Woche oder 2 Wochen, wenn der 2. Teil von dieser Episode hilft mir rauskommt, soll ich darauf auch reagieren? Lasst gerne ein Like da, wenn ich das machen soll. Schreibt mir gerne in die Kommentare, auf was ich auch nochmal reagieren soll. Und...